Dann sollen wir jetzt irgendeinen Scheiß, gleich reg ich mich extrem auf, weil ich den ganzen Scheiß wieder abbauen kann. Dann benutze ich TNT, dann mache ich Selbstmord damit und dann habe ich keinen Bock mehr auf das Let's Play. Nee, hat er gestört. Also sehr realistisch. Cool, die reichen, hätte ich gar nicht gedacht. Ich muss jetzt noch 800.000 bauen. 800.000 ist ein bisschen viel. Aber nur ein bisschen. Und das sieht scheiße aus. Finde ich. Oder? Obwohl, es geht eigentlich. Ich könnte hier eine. Nee, oder? Nee. Mein Gott, was ist das denn für eine Stimme? Übelst gruselig. Aber ich weiß, was ich mache. Ich mache das. Boah, jetzt extrem die genaue Angabe. Ich mache das. Hallo, gehst du mal bitte? Bitte, danke schön. Holz. Holz. Mein Gott, bin ich behindert. Ah ja, so ist das Leben. Hui. Ja, so sieht schon besser aus. Kommt man da so hoch und denkt sich so, geil, hier ist voll so ein Eingang und dann gehe ich jetzt rein. Oder? Kann sein. Ist aber eh unwahrscheinlich. So, wie wird denn das hier nochmal gebaut? Ich glaube, das baue ich doch aus Dingstone. Sieht besser aus, ja. Ja, das ist halt irgendwie zu unabwechslungsreich. Das hier kommt auch aus Holz innen drin, oder? Stenkschuh. Ja, dann bevor ich jetzt zurückrenne, reiße ich erstmal die Kacke ab. Ich will gerade überlegen, ob ich den Weg hier dann auch aus Holz bauen soll. Nee, das kann ja mal aus Stein bleiben. Das ist ja fast nichts mehr aus Stein, das sieht beschissen aus. Aber in dem Haus sollte schon kein Hardcore-Steinboden sein, das wäre ein bisschen ekelhaft. Würde ich mich nicht drin wohlfühlen. Eine arme Diamantenspitzhacke. Apropos Diamanten, ich muss unbedingt bald nochmal Diamanten finden. Sonst bin ich bald wieder arm. Ich hatte mal 50, jetzt habe ich irgendwie nur noch irgendwo bei 20 oder so. Oder ich glaube noch 30, keine Ahnung. Das weiß ich nicht genau. Bam. Ah, stimmt, da bin ich ja hochgeklettert. Ah, das ist so spannend. Ah, da war mein Fail. Einer von vielen. Nein. Boah, fast die Wand eingerissen. Da wäre die Welt so weit von untergegangen, ne? So weit von. Wow, es ist extrem spannend. Ich hol gleich TNT. Nee, das werde ich mir lieber aufheben. Um die Kurve. Wow, ich bin so ein toller Kommentierer gerade. Ich sage, was ich tue. Ist auch cool so bei Let's Plays. Hallo, herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ich baue jetzt einen Tempel. Ich werde jetzt diesen Stein abbauen. Diesen Stein ebenfalls. Und diesen Stein erneut. Und das ebenfalls. Und den hier. Das da auch. Jetzt hüpfe ich. Oder so. So, Let's Player gibt es auch. Ja. Wow. Wow, das ist echt total unterhaltsam. Und gleich kann ich jetzt bis zum Haus zurückreden und dann ist alles geil. Warum habe ich heute so einen komischen... Ich kann nicht reden. Akzent drauf. Ich weiß es nicht. Weil ich Lust drauf habe. Kann man ja auch mal haben, ne? Wow. So, fast fertig. Nur noch die Reihe. Und den schwebenden Steiner, der keinen Sinn macht. Cool. Und bam. Fertig. So, jetzt muss ich voll elegant so von hier dahin hüpfen. Ob das möglich ist, werden wir sehen. Nochmal neu. Ich schaff das. Das ist voll die geile Map. So. Jump Run. Arschloch. Ja, what the fuck? Ich hab natürlich wieder keinen Zaun. Axt. So ekelhaft. Einfach so ekelhaft. So. Ich lebe. Dann baue ich mein Haus ja doch wieder aus. Kliedst du? Ach du Scheiße. Egal. Dann baue ich halt eben alles aus Cleanstone. Alles.
Und spin round. Boah, das war geil. Total. Wo kam das her? Egal. Ich batsch noch mal ein paar Melonen. Obwohl, ne, ich hab keinen Bock, die jetzt alle einzusammeln. Nee, das ist mir zu viel Arbeit. Ich meine, da muss ich so hin und her gehen. Das ist voll anstrengend. Ist nichts für mich. Irgendwie ist das hier drin dunkel, oder kommt mir nur so vor? Hm. Ich hab wieder Halluzinationen. Halluzinationen. Uff. Nein, es ist Sand. Man lernt halt endlich mal. Oh, ich bin so behindert, dass ich eine Kiste da hinstelle, die da lassen. Jetzt kann ich wieder nichts transportieren, weil ich zu fett bin. Nein. Halt, stopp. Ey. Wollte ich gar nicht dahin tun. Also jetzt sind die restlichen Zäune. Aber ich brauche noch Zäune, scheiße. Das heißt, ich brauche noch Sticks. Scheiße. Ah, ma. Ja, da mache ich direkt Zäune draus. Dann spare ich schon mal ein bisschen Platz. Es sind noch vier übrig. Jetzt batsche ich da noch zwei drauf. Kann ich noch einen Zaun machen? Hallo? Bam. So. Jetzt könnte ich noch einsparen, indem ich eine Axt hier lasse. Dann. Ich weiß es nicht. Ich werfe noch ein bisschen Steine weg. Oh fuck, jetzt muss ich die ganze Kacke wieder so machen. Ja, toll. Okay. So. Ja, doch. So, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Denke ich. Hui, es wird Nacht. Will ich lieber vor einer pennen, ne? Oder auf den Hund treten. Quietsch. Das hätte ja so quietschen müssen, das wäre cool gewesen. Und da die Tür wäre offen, ey. Boah, ey, die Nerven. Kannst du was essen, wenn ich schlaf? LOL. LOL. So gehe ich auch in mein Bett. Soll ich jetzt schlafen? Nee, Melone essen. Nein, doch schlafen. Nein, Melone essen. Nein, doch schlafen. Oh mein Gott, Abendessen. Nein, doch schlafen. Ein sehr geistig verwirrter Minecraft-Charakter. Warte, ich guck mal, ob ich hier... Ich will mal hier hoch und dann gucken, ob ich da irgendwas sehe schon. Bestimmt so einen Haufen Kacke. Ein Haufen Kacke und erst, was ich sehe, ist das Ding hier. Der extrem stylisch aussieht. Haha, haha. Und bam. Wow. Majestätisch und unglaublich hübsch. Ich glaube, ich hätte ein paar Melonen mehr mitholen sollen. Naja, ich kann die ja wirklich abernten gehen. Aber nicht jetzt. Da habe ich keinen Bock drauf. Hüppa. Ich bin Indianer Johannes. Ja, ich weiß, dass das nicht so heißt. Ich glaube, so geht es schneller, wenn man die Treffen auch läuft, in einem durch. Gammelfleisch. Hab ich keinen Bock drauf. Oh, immer den behinderten Weg hier hochgehen, ey. Voll episch, ey. Hier baue ich so einen geilen Weg runter. Ah, könnte ein bisschen steil werden. Ja, da muss man halt ein bisschen springen. Nam, 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 das schmeckt gut. Füllt er jetzt eigentlich ein halbes Herz auf oder ein ganzes? Ich habe das irgendwie mitgekriegt. Ich war zu dumm. Ich war zu AFK. Warte mal, war ich nicht? Ah, cool. Nö. Oh, da ist doch eine Axt. Ihi. So. Ich wundere, dass ich überhaupt gemerkt habe, dass da eine Axt war. Normalerweise hätte ich erst zum Schluss merken müssen. Mich dann so voll aufregen, dann so alles kaputt bashen. Und meine Fraps-Zahl kackt nicht mehr ab. Ist das nicht schön? Es kann ohne geleckt weiterspielen. What the fuck war das denn für ein Satz? Und dabei bin ich doch voll gern Mikro gedonnert. Und das Mikro hier ist sehr, sehr stoß- und bewegungsempfindlich. Der macht dann übelst die ekelhaften Geräusche. Ich kann euch ja mal kurz vorführen. Obwohl, ne, dann ist das so lange. Ne. Weil danach haltet meistens noch so voll lange nach und das ist ein bisschen dumm. Ja, ich bin sehr intelligent.
meiner geilen Weise, mich dazu zu bauen selbst. Na, ein Holzteil kann ich auch verkraften. Ist jetzt nicht so schlimm. Denke ich. So. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da irgendwie am Ende perfekt auf dem Trackblock da rauskomme. Ob das irgendwie überhaupt geht. Ja, doch klar geht das. Ich muss einfach jetzt so, dann so, dann so. Und dann einfach den letzten Weg. Und fertig. Ich bin so gut, ey. Naja, ist hässlich. Ich baue nochmal um. Naja, war ein Witz. Sehr lustig, ne? Ich bin so humorvoll. Oh, ich muss niesen. Nein. Halt, stopp. Halt, stopp. Ich schmieß. Boah, meine Nase juckt. Ja, sieht besser aus. Rede ich mir ein. Jetzt muss ich noch gehen. Nicht gehen. Aha. Bin wieder am Abkrüppeln. Wie lange dauert denn die Aufnahmesession noch? Ah, cool. Timer ist einfach weg. Ah, okay. Jetzt sehe ich. Ich sehe wieder. So, bevor ich nachher irgendwie die Grenzen vergesse oder so, dann irgendwie voll die Scheiße baue und mich extrem verbaue. Und mit dem wertvollen Cleanstone wäre das scheiße. Da baue ich doch direkt lieber. Boah, das schöne Meditationsgeräusch hier so. Hallo? Na, dann nicht. Auch gut. Ich glaube, das Höllenportal macht jetzt so übelst die Geräusche, wenn man da in der Nähe ist. Warum verbindet man eigentlich zu japanischen Tempel direkt mit Meditieren? Können genauso gut irgendwie Kackhäuser oder so sein. Aber nein, die sind so derbe mystisch und alle finden die geil. So. Ja, wie sieht das schön aus so im Vergleich, wenn man da so Cleanstone, Cobblestone. Sieht ganz gut aus. Mag ich. Daumen hoch. Abonnieren. Favorisieren. Kommentieren. Blockieren. Oder so. Alle möglichen Sachen, die man auf YouTube machen kann. Hui! So. Das war gruselig. Wie eigentlich alles, was ich sag. Oder? So, jetzt brauche ich die Scheiße wieder weg. Jetzt fange ich auch schon so an. Ah, jetzt brauche ich das hier weg, jetzt brauche ich das da ab. Jetzt brauche ich den Stein hin. Ah, der ist scheiße, ich brauche den wieder ab. Mache ich das nicht eigentlich immer. Ich bin schlecht. Ich bin schlecht, Oh mein Gott, das war daneben. Gut, dass ich da nichts platziert habe. Fertig! Also das ist der japanische Tempel. Sieht sehr geil aus. Nein, nicht wirklich. Da kommen, glaube ich, keine Fenster rein. Die sind zu doof. Die haben keine Fenster, die Menschen hier. Boah, voll rassistisch. Egal. Aber abgesehen davon, dass ich den Tempel hier baue, habe ich mich selber beleidigt. Geil! So gut. Vielleicht mit dem Fenster muss ich noch gucken. Vielleicht brauche ich da noch ein paar Fenster rein. Ich baue jetzt erstmal so. Eins, zwei. Habe ich denn jetzt eine Störung? Hallo? So. Wie immer kommt das natürlich vier hoch, damit man auch schön viel Platz da drin hat. Das ist halt nämlich Kotik. Oh. Dumm. Dumm. Hallo. Ah. Es war so hoch, ich habe Angst bekommen. Ey, meine Nase. Die juckt dauerhaft. Die hört gar nicht mehr auf. Was ist das? Steht nicht. Es ist und bleibt ein Rätsel. War einfach zu hoch. 1, 2, 3. Und so. Jetzt noch schön während dem Gehen was essen mit der anderen Hand. Das nicht im Real Life. Sondern in Minecraft würde ich das jetzt gerne machen. Wo ich Durst habe. Warte mal, habe ich hier nicht irgendwo noch eine Flasche mit irgendwas zu saufen? Ah, die Flasche ist gerade umgekippt und ausgelaufen. Cool. Hey, hallo. Ah. Also die Melone füllt doch ein ganzes, keine Ahnung, was das darstellen soll auch. Was soll das eigentlich darstellen?
irgendwie so eine Hühnchenkeule mit roten Gedärm oben dran oder so. Ich weiß es nicht. Ist da doch irgendwie was total Logisches und ich erkenne nur gerade, wie ich irgendwie dumm bin. Also ich meine, links, das sind natürlich Herzen, ne? Das kann ich auch erkennen. Fertig! Jetzt ist der Tempel fertig. Nö. Witz, ey, der wird immer schlechter. Oh, mein Hinterkopf juckt. Wie besonders. Das muss ich mir direkt aufschreiben und tollste Erlebnisse meines Lebens markieren.